Am 4. März rollte im Rostocker Stadtteil Groß-Klein ein nagelneuer Transporter vor die Grundschule am Tacklerring. Das Kraftfahrzeug wurde an diesem Tag im Rahmen der Aktion Lernen aber satt an das Deutsche Rote Kreuz übergeben. Drei kommunale Unternehmen der Hansestadt unterstützen Vereine, die täglich dafür sorgen, dass Kinder ein gesundes Frühstück erhalten. In Mecklenburg-Vorpommern ist jedes dritte Kind von Armut betroffen. Mehr als 46.000 Kinder sind auf Hartz IV angewiesen. Die Aktion Lernen aber satt möchte zumindest den Folgen dieses gesellschaftlichen Missstandes entgegenwirken. Das Projekt ist aus unserer Sicht wichtig, weil wir als Stadtwerke für die jungen Leute stehen. Wir wollen die jungen Leute unterstützen. Die Kinder von heute sind unsere Zukunft von morgen. Und wir haben natürlich ein Interesse dabei, dass die Kinder gut lernen, dass sie klug werden, dass sie einen guten Lebensweg sich ermöglichen können. Und dafür ist so ein gesundes Frühstück natürlich eine wichtige Basis. Insgesamt werden 6 Vereine innerhalb der Aktion unterstützt. 80.000 Frühstücksportionen konnten im vergangenen Jahr an Schüler in Rostocker Schulen ausgegeben werden. Die Zubereitung und Verteilung des Essens stellt eine logistische Herausforderung dar, die nur mit Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte sichergestellt werden kann. Und unsere Muttis, die hier freiwillig arbeiten, die kommen jeden Tag hierher und jeden Tag schmieren sie für die Kinder die Brote und stellen sie bereit. Und für die Frische und für das, was alles dazugehört, da haben wir ganz viele Helfer, ganz besonders die, die ja auch sponsern. Von Sparkasse angefangen über Gelder bis hin AWO, Mitarbeiter, alle, die beteiligt sind daran, unterstützen uns in der Arbeit. Lernen aber satt unterstützt soziale Arbeit in Rostock und weist auf ein gesellschaftliches Problem hin. Die 3 kommunalen Unternehmen wollen ihren finanziellen Beistand aufrechterhalten. 30.000 Euro und weitere Sachleistungen werden auch in den nächsten 3 Jahren zur Verfügung stehen. Die Initiative ruft weitere Vereine in der Hansestadt auf, sich aktiv zu beteiligen. Beachtliche Erfolge in allen Bereichen. So lautet die Halbzeitbilanz der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns. Die Arbeitslosenzahl befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. 91% des Eigenenergiebedarfs wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Für die Schulbildung hat die Landesregierung das 50-Millionen-Paket geschnürt. Die Kommunen erhalten neben 100 Millionen Euro Soforthilfe auch weitere 150 Millionen. Und trotzdem ist die Armut im ärmsten Bundesland noch längst nicht bekämpft. Das wichtigste Mittel gegen Armut ist, dass die Eltern Arbeit haben. Und daran arbeiten wir und deshalb freue ich mich, dass man sagen kann, die Arbeitslosenzahl wird immer geringer, von Jahr zu Jahr geringer. Und es gibt mehr Arbeitsplätze, auch in Schwerin. Und das ist das sicherste Mittel gegen Armut. Auch die Verbreitung braunen Gedankenguts konnte in den vergangenen 2,5 Jahren nicht eingedämmt werden. Also sie halten sich in Mecklenburg-Vorpommern auf dem gleichbleibenden Level mit unterschiedlichen Aktivitäten. Es ist zu erkennen, dass wir im Rahmen der Einleitung des Verbotsverfahrens oder der Abgabe des Verbotsverfahrens durchaus in bestimmten Ebenen weniger Aktivitäten haben, aber bestimmte Tage werden nach wie vor mal begangen. Sie können die Demonstrationslagen im Land erkennen und insofern bleibt uns die Auseinandersetzung mit dem Extremismus, in dem Fall mit dem Rechtsextremismus, nach wie vor erhalten. Jürgen Suhr von Bündnis 90 Die Grünen stellt die gesamte Erfolgsgeschichte der ersten Regierungshalbzeit in Frage. Ebenso wie sein Oppositionskollege Helmut Holter von der Linken übt Suhr massive Kritik an dem politischen Kurs der heimischen Großen Koalition. Der Regierung fehlt der Mut für Visionen, die Probleme in der Tat anzupacken. Ich nenne 2 Beispiele. Theaterfrage ist völlig ungelöst. Die Theater werden vor Situationen gestellt, aus der heraus sich für sie die Existenzfrage stellt, Sparten werden geschlossen etc. Oder 2. Beispiel, man reagiert nur noch, beispielsweise beim Flughafen Lage gibt man erste Gutachten in Auftrag, um dann trotzdem Millionen Zuschüsse zu beschließen, ohne dass das Gutachten vorliegt. Das ist eine Politik, die nicht konzeptionell ist, die Kernprobleme nicht anfasst und das haben wir der Landesregierung vorgeworfen. Die Große Koalition weist die Kritik unbeeindruckt zurück und ist entschlossen, den Erfolgskurs weiterzufahren. Schon vor einem Jahr hatten Rostocks Oberbürgermeister und der FC Hansa Rostock eine Kooperationsvereinbarung zur Förderung von Jugendarbeit und Gewaltprävention unterzeichnet. Auf einer Pressekonferenz im Rathaus wurde jetzt Zwischenbilanz gezogen und ein klares Bekenntnis abgegeben.
Der FC Hansa hat sich, glaube ich, unwiederbringlich über die letzten Jahrzehnte in die Herzen der Rostockerinnen und Rostocker und auch weit darüber hinaus gespielt. Damit sind wir hier auch in einer gemeinsamen Verantwortung, dem FC Hansa erstens durch auch etwas bewegtes Klima im Moment zu helfen. Aber wir haben den FC Hansa eben nicht nur als Sporteinheit, sondern auch als einen Partner in der soziokulturellen Arbeit in Rostock. Also der Ansatz war, dass wir mit den neuen Aufsichtsräten und dem neuen Vorstand ein Ziel verfolgen unter dem Motto der Verein Rückkehr in die Mitte der Gesellschaft. Insofern ergaben sich daraus Notwendigkeiten, Pläne zu machen und dann vor allem auch in die Umsetzung zu bringen, die genau dieses Ziel nach Möglichkeit auch erreichen. Und der Kooperationsvertrag, den wir geschlossen haben mit der Hansestadt Rostock, ist dafür ein signifikantes Beispiel und ich glaube, es wird uns da in dieser Richtung richtig voranbringen. Das Maßnahmenpaket richtet sich an Kinder und Jugendliche von der Grundschule bis zu weiterführenden Schulen und Förderschulen. Des Weiteren gibt es Projekte mit Behinderten, die Arbeit mit Stadionverbotlern, Aktionen gegen Rassismus und Angebote in den Stadtteil- und Begegnungszentren. Möglich wird das durch zwei hauptamtliche Kräfte beim FC Hansa, deren Arbeit durch eine Förderung der Bundesliga-Stiftung möglich wird. Also zunächst mal ist dazu zu sagen, dass wir mehrere Ressorts haben, in denen wir da tätig sind. Eines davon ist das Ressort Schule. Dort werden wir also ein Wahlpflichtangebot in den Schulen anbieten zur Umsetzung und zur Einbindung in das entsprechende Curriculum. Wir haben Präventionsansätze im Bereich JVA. Das ist ein etwas anderer Ansatz logischerweise. Wir möchten zu den Möglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten und Bildungsmöglichkeiten in den Sozialräumen der Hansestadt Rostock aktiv werden. Und all diese Dinge sind nur leistbar auf der Grundlage von Netzwerkarbeit und von partnerschaftlichem Wirken. Zu der Aktion Hansa Rostock und ich wurde ein umfassender Angebotskatalog für die Fanarbeit aufgelegt. Der FC Hansa Rostock und die Hansestadt setzen mit der gemeinsamen Fanarbeit bundesweit neue Maßstäbe. Der 5. März 2014 geht in die Annalen der Hansestadt Rostock ein. Die Rostocker Bürgerschaft entschied auf ihrer Sitzung mit großer Mehrheit, dass die Wasserwirtschaft in Rostock rekommunalisiert wird. Seit 1993 gibt es einen Konzessionsvertrag zwischen Rostock, den Umlandgemeinden und der Eurawasser Nord GmbH, der 2018 ausläuft. Die Bürgerschaft beschloss jetzt, diesen Vertrag zu kündigen und die Wasser- und Abwasserwirtschaft spätestens ab 2018 in eigener Regie zu betreiben. Die Stadt Rostock und die benachbarten Kommunen beabsichtigen, eine Gesellschaft zu gründen, die den Betrieb ab 2018 übernehmen soll. Für die Hansestadt und das Umland heißt das, die Gewinne aus der Wasser- und Abwasserwirtschaft kommen dann den Kommunen zugute und die Preise für die Verbraucher können sogar gesenkt werden.